Gell, erstaunt Sie, dass ich Fremdsprachen kann, ja. Das sind unsere Prominenten, aber die stelle ich Ihnen gleich vor. Wir haben heute bei den Montagsmalern uns wieder mal gesagt, zeichnen oder nicht zeichnen können, das ist überhaupt nicht die Frage. Es kommt aufs Raten und Erraten an und keineswegs auf die akkuraten Zeichnungen. Und ich hoffe, dass es Ihnen zu Hause auch Spaß macht. Denen im Studio scheint es Spaß zu machen. Unsere Kandidaten haben es bewiesen. Wir haben heute Fanclubs gegen Prominente. Und zwar nicht die Fanclubs dieser Prominenten, sondern Vertreter von bei den Fanclubs. Das ist der Vertreter des Fanclubs Peter Maffay. Der Fanclub, das heißt die 60 Fanclubs von Matthias Reim. Der Fanclub von Kurt und Paola, eigentlich muss man sagen Paola und Kurt Felix, nicht? Und der riesengroße Fan von Zara Leander. Guten Abend. Und dagegen, im edlen Wettstreit, haben wir Prominente, die aus den verschiedensten Branchen kommen, aber für die alle die Bretter die Welt bedeuten. Wenn mein Mannsbild, das aus vielerlei Gründen und sehr viele Jahre in Weibskleider geschlüpft ist, die Hälfte von Mary und Gordy, wenn mein Weibsbild, das auf den Brettern der Kabarettbühne angefangen hat, bei den Stachelschweinen Ingrid van Bergen, wir haben eine zweite Schauspielerin, die durch viele Serien, durch Film und Fernsehen bekannt ist, Liane Hilscher. Und wir haben noch ein Weibsbild, die Weibsbilder besungen hat. Und deshalb sage ich es, ihr Titel hat Aufruhr unter die Weibsbilder und Mannsbilder gebracht. P. Werner, Texterin, Musikerin, Sängerin. Guten Abend. Wir haben, guck mal, es ist komisch, man kann sagen, Mannsbild, Weibsbild, Kindsbild klingt blöd, gell? Ja. Sehr blöd, ja. Gut. Also haben wir Kinder, ne? Ja. Kinder, die wir aus gutem Grund eingeladen haben und euch schicke ich ganz schnell in die schalldichte Kabine, ja? Damit ihr nichts hört, denn erst sind die anderen dran. Und ihr gehört, Dennis, weshalb haben wir euch denn eingeladen? Hilf mir doch mal. Ja, wegen Comics halt, wir sind halt so eine Comic-Mannschaft. Ihr seid eine Comic-Mannschaft, aber eine richtige Comic-Mannschaft seid ihr. Ihr seid aus einer Jugendkunstschule und habt alle mal nicht nur Asterix und Obelix und Donald Ducks gemalt, sondern eigene Figuren. Ja, gell? So eigene halt, so Fantasiefiguren erfunden. Toll, toll. Geht's dir wieder gut? Ja. Heute Mittag warst du aufgeregt, gell? Sind wir immer alle vor der Sendung. Jetzt sag mal unseren Zuschauern, wie du heißt und was du bist. Also ich heiße Dennis Tiefenbach, meine Hobbys sind Handball spielen, Skateboard fahren, zeichnen, manchmal schwimmen, so ein Radfahren und mit anderen Kindern spielen. Ja. Das tun wir jetzt heute auch. Dennis, wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre. Und neben dir ist der? Ich heiße Benjamin Weiß, bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Judo machen, Gameboy spielen, zeichnen, schwimmen. Und hast du schon einen Gürtel in Judo? Ja, der gelbe. Aha, das kann mit ja noch ihm werden. Auch der gelbe? Ja. Ja, lauter gelbe, gut. Kannst du eine Judo-Rolle? Ja. Aus welcher Höhe? Wie? Das kann man von ziemlich hoch, ja? Ja, voll. Freier Fall, so. Ja, freier Fall, gut. Und das ist der Sebastian? Ich heiße Sebastian Sprösser, bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Zeichnen, Lesen, Schwimmen, Radfahren und Leute ärgern. Wie bitte? Sebastian, ihr schreibt mir ja alle, das muss ich unseren Zuschauern mal sagen, ich krieg von unseren jungen und älteren, nicht alten, den Erwachsenenkandidaten. Nein, nein, bei jung seid ihr alt. Kriege ich immer zauberhafte Briefe und da stand, glaube ich, bei dir, Sebastian, was mich freut und was mich ärgert. Und da stand, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem ärgert mich, wenn mich jemand begrüßt mit den Worten, bist du aber wieder gewachsen. Stimmt das? Ja. Das stimmt dir, gell? Ja. Warum? Ja, weil das bei allen möglichen Leuten so ist. So blöde Leute, die immer sagen, bist du wieder gewachsen. Wie wenn du kleiner werden solltest, gell? Ja, ja. Und das ist der? Also, ich heiße Jan Ernst. Ich komme aus Laufen und ich bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind natürlich Comics zeichnen, Handball, Judo, Steine, Briefmarke und Münze sammeln. Alles. Was für Steine denn? Mineralien, Fossilien. Richtig? Wo aus Laufen? Warst du schon mal auf der Schwäbischen Alb? Ja. Da gibt es ja Ammonshörnle und so. Ja. Findet man schöne Sachen, gell? Jetzt sag mir doch mal, Jan, wie kam das dazu, dass ihr, was war das, ein Comic-Kurs in der Kunstschule, gell? Was habt ihr da gemacht? Also, wir haben ein Daumenkino gemacht. Bitte was? Daumenkino. Ein Daumenkino. Ja. Was ist das? Also,
ist so ähnlich wie ein kleiner Zeichentrickfilm. Man malt auf kleine Blätter, die alle gleich groß sind, Bilder. Kapiert. Und dann macht man so, okay? Ja. Ja, ja. Und dann sind da also verschiedene Zeichnungen drauf und dann gibt es einen schnellen Durchgang. Ja. Dürftet ihr denn da, Sebastian, so Donald Ducks oder Mickey Mäuse ähnliche Dinge malen oder selber Dinge erfinden? Ja, also eigentlich schon selber Dinge erfinden, aber am Anfang hat man auch... abgemacht. Ja. Und was macht da so Spaß, Benjamin? Also das Zeichnen frei erfinden und so. Kannst du das? Ja. Dennis auch? Ja. Hast denn du eine Lieblingsfigur? Mhm. Nicht? Findest du, der Herr, der die Mickey Mäuse gemacht hat, der hat's können? Geht so. Geht so. Der hat's mit geht so. Komm mal zu mir. Weißt du, wie der heißt, der Herr? Nee. Herr Disney heißt der, ne? Ja. Also ich finde, der hat's schon recht ordentlich können. Ne? Ja, gut. Jetzt würde ich mal sehen, hier Mr. Disney in klein. Spiel ab. Hund, Katze, Maus, Auto, nein. Schwein, nein. Dinosaurier, Pferd, Gaul, Kamel, Tausendfüßler. Es ist ein Tier. Kamel, Kuh, nein, keine Stier, Kuh, Stier, Zebra, Hund, Dackel, nein. Katze, nein. Hat oben auf dem Kopf, was hat die? Esel, nein. Nashorn, nein, hat kein Nashorn. Was meckert und gibt eine Milch, die ich... Ziege, ja. Jetzt habe ich euch aber geholfen. Hund, Katze, Maus, Schwein, Dinosaurier, Rutsche. Was ganz anderes. Wurm. Nein. Toll gezeichnet, hättest du lassen können, Benjamin. Toll. Straße. Das ist Männchen, keine... Fußgänger. Es ist ein Männchen und das ist nicht auf einer Straße. Nein, der ist es auch nicht. Tatan, Nein. Guck mal, nur wenn der so einen Schirm hat, kann er da so. Lotse? Aber ich bitte dich, Lotsen machen nicht so. Wer macht das so von Kirchturmspitze zu Kirchturmspitze? Fallschirmspringer. Aber. Seilgänse! Ja! Was Hund, habt ihr? Katze, Maus, Schwein, Igel, Hase. Ein Tier! Schneckmetterling! Ja, ein Schmetterling. Jetzt ja. Dinosaurier. Kein Tier. Lass den Dinosaurier weg, auch wenn. Kopfstand. Gut, der Kopfstand. Dinosaurier, Trabi, Kreis, Mondgesicht. Ich weiß nicht, warum er immer auf den Dinosaurier kommt. So eine Uhr, Wecker. Nein. Guck mich nicht an, da steht's drauf. Torte. Nein. Im Brat? Hause? Im ja, so Lichtrad? Ja! Krabi, Rutsche, Berg. Nein. Stiefel. Zigarre. Was? Zigarre. Nein. Lutsche. In Mund nimmt man's. Zigarette. Sieht ähnlich aus wie eine Zigarre. Nein. Pfeife. Nein, man isst es. Lakritzstange. Nein. Lutsche. Nein. Es ist salzig. Salzstange? Nein, es ist dicker. Man sagt Würstchen. Oft zu, ja, ihr kleinen Würstchen. Jetzt. Hund, Katze, Maus, Schwein, Igel, Dinosaurier, Krabi, Das ist die neue Abwandlung, Dinosaurier, Schwein, ja? Fliegen Pango, Rocko. Jetzt mach den zweiten. Lang Ehepaar, Das ist kein Ehepaar, das sind Geschwister. Lausbuben. Brüder, ja? Max und Moritz. Man kann nicht alles wissen, darf sich hinsetzen. Wir wollen es jetzt auch gar nicht laut sagen, denn ich nehme an, unsere zweite Kindergruppe steht schon hinter der Bühne. Und die sollen sich bei uns heute so vorstellen, mit dem, weshalb wir sie eingeladen haben. Das sind aus Waldbronn echte Rock'n'Roller.
Also ich habe das zu meiner Jugendzeit, und man glaubt es nicht, man war das ja selbst auch mal, habe ich das im Leben nicht so gut gekonnt wie ihr. Aber jetzt stellt euch als erstes mal vor, neben mir mit der echten Rollermütze ist die Martina, und ich bin 10 Jahre alt. Meine Hobbys sind Rock'n'Roll tanzen, Schwimmen und Rollschuhfahren. Und? Ich heiße Maike und ich bin 11 Jahre alt. Meine Hobbys sind Rock'n'Roll tanzen, Turnen und Orgelspiel. Und die Miriam? Ich heiße Miriam, ich bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Rock'n'Roll tanzen, Lesen und Querflötenspielen. Und Samira? Ich bin die Samira. Meine Hobbys sind Rock'n'Roll tanzen, stimmt? Ich bin 11 Jahre alt, meine Hobbys sind Rock'n'Roll tanzen, ja. Schwimmen, Fahrradfahren. Ihr seid Roller. Sag mal, Samira, wie kommt ihr zu dem Sport? Weshalb macht ihr das so gern? Weil es auch ein Tanz ist. Ja, aber man könnte ja auch Tango tanzen. Oder? Nee? Ja. Wie bist du drauf gekommen? Also, zur Kommunion hat meine Mama eine Idee gehabt, ob man Rock'n'Roll tanzen könnte. Hat sie den Pfarrer dazu gefragt, zur Kommunion? Nee. Nee? Also, sie hat es mal in so einer Zeitschrift gesehen, Gemeindeblättle, dass die da auch so Turniers, die machen ja auch Turniers. Und Maike, was macht da so Spaß am Rock'n'Roll? Ihr könnt das ja toll. Ja, damit man halt tanzt und ja, damit man Turniere macht halt auch so. Sind da mehr Buben oder mehr Mädchen bei euren Rock'n'Rollern? Mehr Mädchen. Also ich weiß nicht warum. Miriam, weißt du warum? Trauen sich die Buben nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaub, können sie es nicht? Die Mäune, weil es macht keinen Spaß und ist was für Mädchen. Ja, genau. Das Tanz ist nur was für Mädchen. Sag mal, ihr habt mir geschrieben, dass ihr, also wir haben ja einiges gesehen, Grätsprünge und so weiter, aber ihr könnt auch die tote Frau. Wie bitte geht die tote Frau? Das ist eine Figur. Das Runterfliegen und wieder hoch. Das Runterfliegen und wieder hoch. Das war die tote Frau. Ja. Gibt es noch irgendeine Figur, die ihr noch nicht könnt, die ihr noch lernen müsst? Ja, also Saltos. Saltos. Ja. Aber wenn ihr mal 13 oder 14 seid, könnt ihr das. Sag mal, es ist ja eigentlich ein Opas-Tanz, was ihr macht. Eure Großväter haben das auch schon getanzt. Kannst du dir nicht vorstellen, du. Da kommt das große Lachen auf. Doch, ich bin überzeugt, hier sitzen ein paar Opas und Omas, die Rock'n'Roll getanzt haben, ja? Habt ihr das von Großeltern auch schon vorgetanzt? Ja. Und was sagen die? Ja, gut, ja. Gut, ja, gut. Dann zeichnen wir mal. Mal sehen, ob sie da auch gut sagen. Oh, hier liegt noch ein Wort rum, aber das kriegt ihr gleich auch. Jetzt zeigt mal, ob er genauso schnell ratet, wie er Rock'n'Roll tanzt. Spiel ab. Hund hat Maus. Nein, aber ein... Hase. Hirsch. Du hast was ganz Wichtiges schon gemacht, jawohl. Kein Hirsch. Känguru. Nein, sie hat da... Nathan. Nein. Einhorn. Nein, nein. Aber mit Horn. Also es heißt nicht mit Horn, aber es hat Horn. Elefant. Nee. Aber nee. Also der Rüssel wäre... Also ich helfe euch wie den anderen auch. Es gibt Milch, die ihr nicht mehr trinkt, aber wir als... Ziege. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Hund, Katze, Maus, Tier. Nein, 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 kein Tier. Kein Bügeleisen, Telefon. Nein. Nein. Was ist denn das? Lampe. Ich glaube, das fängst du noch mal an. Zebrastreifen. Darf's, kein Zebrastreifen, es ist viel höher. Eine Brücke? Noch höher. Eiffelturm. Könnte noch höher sein. Noch höher. Also unten findet jetzt was ist denn der Strich? Was ist denn der Strich? Eine Mauer. Nee, und jetzt ist da einer drauf. Hä? Ruft mal was raus. Bühne. Das ist, der läuft auf was man sonst nicht läuft. Mauer. Nicht auf einer Mauer, der läuft so. Weil er ist ein Seil, Ballette, Seil, 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 ja. Seil, ja. Seil, Kaktus, Schmetterling. Ja, ja. Hund, Igel, Maus, Blume, Baum. Nein, was ganz anderes. Kerl. Guck mal. Eine Schnecke. Nein, guck mal, das sind Füße, die nach oben gucken. Du musst sie immer löschen, das war so schön. Machst jetzt einen Kopf, der nach unten guckt. Den haben wir uns gedacht. Handstand. Nein, kein Handstand, ein... Handstand. Ja, ein Kopfstand. Nein, nein, nein. Jetzt, ja. Und das Ganze Lichter. Und das Ganze dreht sich.
Scheinwerfer. Nein. Ihr CD? Nein, viel größer und im Freien. Keine CD, die dreht sich auch hier. Glocke. Karussell. Eine Art Karussell und was für eins? Ein Mammut. Wahnsinns. Kettelkarussell. Noch größer. Achterbahn. Noch. ja. Das ist kein Zwergenkutscherl, sondern. Riesenrad. Ja. Jetzt stopp! Das. Oh, da kommt die Wut. Das hat nimmer gereicht. Das hat nimmer gereicht. Das mag nicht. Hier, guck mal, wie. Kommt her zu mir. Komm. Einer muss. Guck mal, das drei Punkte war ein Begriff weniger. Also so wahnsinnige Sieger seid ihr auch nicht. Und ihr müsst am Schluss erst noch gegen die Erwachsenen toben, ja? Jetzt darf jeder sich erst einmal seinen Klecks holen. Oh, entschuldige. Und dann dürft ihr zugucken, wie die Erwachsenen das schaffen. Und diese Prominenten darf ich jetzt erst in die schalldichte Kabine verdammen und sie zu mir bitten. Oh, jetzt wird gespielt. Es ist immer schön, wenn... Oh, gewonnen, gell? Wir haben noch ein bisschen weiter, wenn es geht, Fanclubs gegen Prominente und haben bei den Fanclubs die Clubleiter und Vertreter und natürlich damit auch Fans ihrer Idole. Ich fange vielleicht mal bei Ihnen an, Herr Hartmann. Sie sind der Leiter des Peter-Maffei-Clubs. Ja, richtig. Peter-Maffei-Club, gibt es da viele in Deutschland? Ja, es gibt mehrere im Bundesgebiet und im näheren Ausland, circa 60 bis 70 Clubs. Und Sie leiten den Deutschen oder einen? Ich leite einen im Bundesgebiet. Wie wird man sowas? Nun, man schreibt an Peter Maffay selber. Ja, da muss man ja einen Grund haben. Warum haben Sie ihm geschrieben? Weil mich seine Musik, was er macht, interessiert. Und ich schon immer ein Fan von ihm war und möchte eigentlich das, was ich erlebt habe oder noch erleben werde, meinen Mitgliedern weitergeben. Oder, also einfach, ja. Wenn ich das richtig sehe, aus dem Bauch raus haben Sie gesagt, den ja. Will ich kennenlernen. Richtig. Da standen Sie vor seiner Tür. Ja. Und dann haben Sie ihn einmal Wasser über den Kopf gekriegt, oder wie? Aber so ähnlich. So ungefähr, ja. Die erste Begegnung war eigentlich eine ziemlich kalte Abdusche, genau, ja. Also Sie haben nur geklingelt? Ja, ich habe geklingelt an der Tür und die Vorzimmerdame kam heraus. Und also ein Autogramm können Sie haben, aber Peter ist nicht zu sehen. Aber auf dem zweiten Anlauf ging es dann? Auf dem zweiten Anlauf hat das dann geklappt, ja. Ja. Was haben Fanclubs, Frau Behle, für eine Aufgabe? Sie betreuen die 60 Fanclubs von Matthias Reim. Was ist Ihre Aufgabe? Sie sind ja halber Professional, also halb im Beruf bereits diesbezüglich. Ja, die Aufgabe der Fanclubs besteht einfach darin, diese Informationen, TV-Termine, Autogramme und so weiter an die Mitglieder, an die Fans, an die breite Masse weiterzugeben. Kriegen Sie nicht manchmal von manchen gesagt, also können Sie nicht was anderes tun in Ihrer Freizeit als einen Fanclub leiten? Hält man nicht, ich frage das bewusst provokant, sagen nicht manche, also ein kleiner Hau ist ja schon dabei. Am Anfang ja, heute nicht mehr. Heute nehmen sie es sehr ernst, auch das gesamte Umfeld, weil es eben schon mehr ins Profihafte reingeht. Also wenn man wirklich jetzt als 14-, 15-Jährige damit anfängt, dann meinen natürlich alle, man wäre verrückt. Nun kommt ja der Ausdruck Fan aus dem Englischen von Fanatic, ja. Also der Fanatiker im Deutschen. Wobei der fanatische Fan ja, glaube ich, schon etwas abschreckend sein kann. Ja. Also wenn so ein Herr Hartmann vor meiner Badezimmertür steht, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht mal zuhöre. Aber das sind Sie ja nun nicht. Oder auch nicht, richtig. Ja. Ja, das sind Sie ja nun nicht. Nein. Also wir bemühen uns immer im Hintergrund zu bleiben. Und also meine Aufgabe besteht auch darin, das heißt meine Aufgabe, die ich mir selbst gesetzt habe, die ist mir nicht gesetzt worden, dass ich die Fans also davon überzeuge, dass ein Privatbereich da sein muss. Und deshalb geben wir ihnen auch alle Informationen, die sie haben wollen. Mhm. Dass sie meinen, sie sind ihrem Idol etwas näher und dass sie gar nicht mehr so das Bedürfnis haben, unbedingt an ihn ran zu müssen. Man kann ihnen einfach das Menschliche erklären und kann ihnen auch erklären, dass dieser Mann mal gestresst ist. Und verdammtlich lieb dich, ja? Ja, einfach mal ablocken muss. Ja, ne? Ja. Wie ist das? Ja. Wie ist das denn bei Kurt und Paola Felix? Sie vertreten also zwei gleich mit ihrem Fanclub. Was gehört zu Ihrem Aufgabenbereich? Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, wir machen das zu zweit.
weil alleine, es ist also so viel Arbeit, die dahinter steckt. Was für einmal Arbeit? Das Schriftliche, was? Die Clubzeitung entwerfen, ist einmal ein großer Punkt. Da muss man erstmal die ganzen Punkte was sammeln. Was ist in der Zeitung drin? Informationen, entweder von Auftritten, wenn wir dabei waren, oder überhaupt aktuelle Auftritte, die dann kommen. Wo und die werden beiden die weitergeschickt, auftreten. Die Clubzeitungen? Die werden an die Clubmitglieder verschickt. Und wer kostet das was, so ein Clubbeitrag? Ja, wir verlangen einen Clubbeitrag pro Jahr. Und also wir haben gesagt, das ist fürs Porto einmal, für die Kopierkosten. Mhm. Aber das kommt also bei langem nicht aufs Gleiche raus. Und das macht ihr also aus Freude und Jux und Dollerei? Man kann ja auch nicht zu viel verlangen. Dann heißt es wieder, man nimmt die Fans aus, man nimmt die Mitglieder aus. Ist zu viel verlangt. Wir haben also einen Grundbetrag, aber es ist weitaus weniger als und das. Und Frau Warwick, warum haben Sie sich Gurt und Paola ausgesucht? Weil die mich von Anfang an fasziniert haben. Mhm. Und war denn der Club traurig, als die Paola aufgehört hat? Ja, also vor allem, es hat uns ja auch irgendwie, es wurde uns auf einmal gesagt, wir sind irgendwie nicht lange vorbereitet worden, sondern auf einmal hieß es beim Auftritt, sie hört auf, sie macht Schluss. Mhm. Ich meine, man muss sich irgendwie mit abfinden, weil sie hat sich ja was bei gedacht. Irgendwo muss es ja einen Grund haben. Yeah. Herr Seiler, Sie haben mir gestern in einem Gespräch gesagt, zu Ihrer Zeit gab es den Ausdruck Fan noch nicht. Sie waren und sind ein großer Verehrer von Anfang an von Zara Leander. Verehrer oder Anhänger hat man in den 50er Jahren, wo ich ja die Zara kennengelernt habe, persönlich auch noch gesagt. Und das Wort Fan ist mir dann erst viel später immer wieder aufgedrückt worden, wenn ich mit Journalisten gesprochen habe. Und da habe ich mich auch immer ein bisschen dagegen gewehrt. Ich würde sind Sie jetzt immer sagen, überall hingereist, wo sie war? Nein, so das konnte ich mir auch finanziell ja gar nicht leisten. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe das große Glück gehabt, sie auch bei einem Konzert in der Schweiz kennenzulernen. Ich schickte ihr einen Blumenstrauß ins Hotel und da kam sie raus und ich stand da ganz schüchtern vor dem Hotel und da kam sie, die Zara, die Große, auf mich zu und sagte, sind diese Blumen von Ihnen? Und das sind war eigentlich diese Blumen diese, von ja, Ihnen, ja. Hat sie gesagt, ja. Und jetzt, wenn ich das noch sagen kann, ich habe mich jetzt von einem Fan oder Verehrer zu einem Experten gemausert über so viele Jahre. Ja, da muss ich sagen, Herr Seiler hat Bücher geschrieben, hat die umfassendste Sammlung an Fotos und Informationen überhaupt über Zara Leander. Ja. Von ganz früh bis ins hohe Alter, bis zu Ihrem Tod. Bis zu Ihrem Tod. Haben Sie gar nie, ich habe eine Frage an Sie alle. Ich meine, bei Ihnen fragen heute Experten nach, wie war das? Das ist klar, ja. Was, letzte Frage, denn eigentlich könnten wir noch viel reden. Ja. Was, Herr Seiler und Sie alle, müsste Ihr Idol, Ihr Star tun, beziehungsweise was dürfte er nicht tun? Wann würden Sie sagen, danke, das war's und ihm abschwören? Wenn jetzt Zara irgendwie einen Film gedreht hätte, der gegen Rassenhass oder gegen Krieg oder so irgendwas aufstachen würde, also wenn irgendwelche Geschichten wären, nicht inhuman, nicht? Dann hätten Sie gesagt, nein. Nein, sie war ja immer, auch in der schweren Hitlerzeit war sie ja die große Trostspenderin für die Leute, das weiß ich heute. Herr Hartmann, Frau Behle, was dürften Peter Maffay und Matthias Reim nicht, was würde Ihnen, die Sie sind ja treue Menschen und treue Anhänger, der Star kann ja gar nicht ohne Sie. Er braucht Sie ja als Podest. Wann würden Sie das Podest die Luft rauslassen? Ich glaube, wenn Peter selber keine Musik mehr machen würde, das wäre der humanere Teil, das ist klar. Aber ich weiß nicht, mir würde jetzt spontan gar nichts einfallen, um sagen zu können, das ist genau das, was er hätte nicht machen dürfen. Und Frau Behle? Ich würde sofort aufhören, die Fans so liebevoll zu betreuen, wenn ich sehen würde, dass Matthias abhebt und sagt, meine Fans sind mir absolut schnuppe. Also wenn er von diesem Podest noch eine Stufe höher steigt und Nase in den Kopf. Und Frau Verbeek? Wenn man es mir offen ins Gesicht sagen wird, das bringt doch nichts, das ist Quatsch, was er macht, das ist nur negativ für uns, dann... Also jetzt seid positiv bei mir. Kommt mal, liebe Fanclubs. Erste Runde, einfache Begriffe, Spiel ab. Schrank, Stich, Stuhl. Nein. Kartoffel, Ei, Sonne, Fisch, Meerschweinchen, Fisch, Kamera. Kamera. Was für eine Kamera? Filmkamera. Jawohl. Schnecke. Mit Schnecke fängt das Wort an. Schneckenpost. Jawohl. Keine Autogrammpost, sondern Schneckenpost. Smiley, Gesicht. Tränen. Was für Tränen? Freudentränen. Richtig, richtig, Freudentränen. Super. Briefumschlag. Stoppschild. Glas, Sektglas. Ein Sektglas, jawohl.
das haben Sie vielleicht manchmal erlebt, um die große... Gewitter. Gewitter. Was für ein Gewitter? Donnerwetter. Nein, mit Gewitter hört das Wort auf. Applausgewitter. Bitte? Schallgewitter. Nein, in welchem Gewitter stehen Stars? Blitzlichtgewitter. Richtig. Brief. Sag. Na. See. Eure Arbeit. U-Boot. Eure Arbeit. Haus. Fan. Autogrammkarte. Richtig. Das trägt Matthias Reim nicht. Kaffee, Tee. Nein. Bohle. Bitte? Bohle. Bohle? Nein, das sind zwei Beine. Jetzt bitte was. Es ist ein rares Bekleidungsstück, was in Minirock. Breiten Graden weniger oft getragen wird. Tanga. Mit dem man sich aber von Liane zu Liane schwingen könnte. Ach so, ein Lendenschutz. Richtig. Der war gerade noch. Und damit haben wir 21 Punkte bei den Fanclubs. Und sehen uns in wenigen Minuten wieder. Und bis dahin können sich unsere Prominenten noch stark machen. Bis gleich. Gar nichts, denn die versteht mich ja sowieso nicht. Aha, Delireform von Rau. Ja. Ist ja auch reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Klar. Und natürlich ohne Konservierungsstoffe. Genau. Na, mit Delireform ernähren Sie sich ja wirklich gesund. Stimmt. Ich vertraue auf Rau. Was können Sie mir denn heute empfehlen? Also, am wenigsten wurde bisher über den Sauerbraten gemeckert. Starre Zahnbürsten können das Zahnfleisch verletzen. Die Dr. Best Plus ist biegsam. Bei zu starkem Druck federt sie nach. Dr. Best Plus. Fix Butter. Die Butter, die ihr Bestes gibt. Von Teekanne für Teekenner. Ich weiß jetzt, wieso die Engländer so gerne Tee trinken. Ach ja? Wieso? Naja, du musst nur mal ihren Kaffee probieren. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Bronchikum Hustenmedizin mit heilsamen Pflanzenkräften. Bronchikum. Gegen den Husten ist ein Kraut gewachsen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn jetzt dein Herz dir sagt, komm doch nach Haus, das Beste von Balsam wartet auf dich. Denn du vergisst nie, da gibt es Balsam, das ist das gute Gefühl. Mit Balsam zu Hause, was das Genießerherz begehrt. Heute, warum ist der Supraeffekt gerade bei niedrigen Temperaturen so wichtig? Weil er nicht nur Fettflecken restlos entfernt, sondern den gesamten Schmutz aus der Wäsche holt. Das ist die berühmte Reinheit und Pflege von Persil. Da weiß man, was man hat. Hey Bessie, guck mal! Was? Mit dem neuen Superwaschmittel ist dein Hemd schneeweiß geworden. Ja, aber hör mal, mit den grünen Streifen hat's mir eigentlich besser gefallen. Die Moulinette ist zwei Geräte in einem. Küchenmaschine und Mixer. Und jetzt ganz neu mit Masterpress-System. Für perfektes Pürieren und Passieren. Ab 199 Mark. So einfach geht das. Musik.
Zärtlich wie die Liebe. Tosca. Und 1, 2, 3. Paroli, Paroli, dem Hals die Kräuter und dir den Geschmack. Paroli, kraftvoll gefüllt mit Kräutergeist. Paroli, dem Hals die Kräuter und dir den Geschmack. Bingo! Mein Arzt hat mir ein Rezept aufgeschrieben. Ja. Ach nee. Kocht er denn genauso gerne wie du, hä? Huh? Die natürlichsten Dinge sind die schönsten. Blücherbier aus dem Herzen der Natur. Olivia hat sich verliebt. Du spinnst. Doch, in diesen Camembert. Schau, schau. Ja, Olivia und der Champignon-Camembert. Wie hat er denn das geschafft? Man sagt, er schmeckt so verführerisch. Champignon-Camembert. Einfach verführerisch. Snickers mit gerösteten Erdnüssen. Richtig herzhaft im Geschmack. Snickers, wenn dich der Hunger packt. Nein, Bello, ich bin erkältet. Morgen geht's wieder, dank Vicvaporub. Die heilsamen Dämpfe aus vielen guten Kräutern befreien deine Nase und lösen deinen Husten. Das ist wie ein warmer Umschlag. So schläfst du dich gesund. Schlaf gut. Liebe und Vicvaporub, das natürliche Rezept bei Erkältungen. Jetzt auch erhältlich als nicht fettende Erkältungscreme in der Tube. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herr Doktor, Herr Doktor, kommen Sie schnell. Bessie hat hohes Fieber. Wie hoch denn? Naja, unser Fieberthermometer ist kaputt, aber das Einkochthermometer steht auf Mirabellen. Zweiter Teil der Montagsmaler, zu dem ich Sie und Sie herzlich begrüße. Und wir haben im ersten Teil 21 Punkte für die Fanclubs erreicht. Ich darf Sie jetzt bitten, auf der Warteschleife Platz zu nehmen und unsere Prominenten in den Ratering. Jetzt machen es die kleinen Fans schon so wie die großen und begrüßen euch mit Wu-Wu-Wu-Wu. Ja? Ja. So muss das sein. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Ich habe Sie vorher schon vorgestellt, Liane Hilscher. Serie, Fernsehen, Theater, Funk, Synchron. Weniger Synchron. Weniger Synchron. Ihr Leben fing ja schon turbulent an und war eigentlich immer turbulent, nicht? Ja. Ja? Ich weiß nicht, worauf Sie abheben. Sie sind doch geboren auf der Fahrt zu einem Autorennen, stimmt das? So fast, ne? So nahezu. Aber gibt es irgendwas in Ihrer Schauspielkarriere, ich meine, vom Gretchen bis zu allem Möglichen, was Sie noch mal machen würden, was Sie noch gar nicht gemacht haben? Singen. Ja, aber das können Sie und das machen Sie, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Nein, eigentlich, was ich noch nie gemacht habe und was ich jetzt erst machen möchte, da fällt mir gar nichts zu ein. Weil ich im Theater wirklich viele Wünsche erfüllt bekommen habe. Eben. Wunderschön. Und, ja, und also Elisabeth, die Schillersche Elisabeth, und dann spiele ich irgendwann 93, 94 die Brucknersche Elisabeth. Und das sind die großen Theaterrollen. Im Fernsehen ist mir mit Moselbrück wirklich eine wunderbare Rolle auf den Leib geschrieben worden. Eine Serie, ja? die Liane kennt. Die Danke. Obermutter dieser Winzerfamilie. Ja, und das beweist mir das Publikum, das kennt es und mag es offensichtlich, weil ich finde diese Serie wunderbar. Und ich wünsche mir Rollen in dieser Art wieder. Aber Wunschträume, die nicht erfüllt wurden, das kann ich eigentlich nicht. Aber die allerwenigsten wissen, dass Sie auch singen, texten.
Chansonieren. Ja. Und wann geht's damit jetzt fürs Publikum los? Ja, Ende dieses Jahres habe ich meine eigene Combo zusammen, meine 18 Lieder geschrieben, die auch komponiert wurden. Und ich versuche es einfach, obwohl ich ein bisschen zu alt bin, als Liedermacherin auf den Markt zu kommen. Ich versuche es einfach, weil... Würden Sie es Liedermacherin bezeichnen? Ja, es hat zwischen Lied und Chanson bewegt sich das. Ganz wenig in die Schlagergegend. Das ist aber dann nur bei sehr aggressiven, heutigen, frechen Texten. Aber es ist so... Ich würde immer sagen, Menschen, die sich keine Träume erfüllen oder zumindest versuchen, sich Träume zu erfüllen, ich würde ihnen immer sagen, versuch's einfach, egal wie alt du bist oder egal, was dir jeder sagt, das ist doch nicht dein Bier, ich mache es einfach. Und ich glaube, es wird was. P. Werner, Sie sind, das ist also unschwer zu erkennen, ein bisschen jünger und haben sich auch Ihre Träume erfüllt. Und haben sich auch gesagt, also wenn ich mir vorstelle, Sie haben ja angefangen mit Gitarre und Bartikleidchen und Irish Folk und so und ein bisschen Protest und so. Und es kommen ja heute noch viele, ja, Weltverbesserung, 3 Semester Sozialpädagogik und dann Gitarre in die Hand. Und dann sind Sie, ja, stimmt, und heute sind Sie eine so gestandene Musikerin, vor der man nicht erst seit den Webbildern und dem Kribbeln im Bauch Respekt hat. Mussten Sie sich dazu durchringen und durchkämpfen? Kämpfen, ja, aber ich bin auch immer sehr geschubst worden von meiner Umwelt. Also von meinem Mann, von meiner Familie, von den Freunden, die gesagt haben, du kannst es, du bist gut, mach doch mal ein Demoband, schick das doch mal an eine Plattenfirma. Also es ist nicht so, dass ich also mit Selbstvertrauen beladen bin. Also ja, man musste mich schon auch treten. Also der selbstkritische Mensch ist da, glaube ich, der bessere. Als Ihre Vibes-Bilder, die erste LP, glaube ich, gell? Ja, genau. Mit Riesenerfolg auf den Markt kam, hieß es, guck mal an, da ist eine junge Frau, die textet, die komponiert, die singt auch noch selber. Warum gibt es das so wenig? Ich glaube, dass das schon auch mit dem Selbstvertrauen zusammenhängt. Denn ich höre immer wieder, der Markt sei offen. Es werden Frauen gesucht, aber die kann man mittlerweile an einer Hand abzählen. Sie haben aber auch eine solide Basis, Sie haben alles Mögliche gemacht. Sie sind unter anderem, was wenige heute mehr wissen, das Duo PS, da gehörte die P dazu, und war und ist eine glänzende Kabarettistin. Haben Sie das ganz an den Nagel gehängt? Nee, also mein Herz hängt einfach an der Kleinkunst. Wenn die Leute in Spucknähe sitzen, 80 bis 100 Leute. In Spucknähe, das habe ich noch nie gehört. In Spucknähe. Ich weiß, was Sie meinen, wenn man auf der Bühne transpiriert und der Schweißtropfen in die erste Reihe fliegt. Blut und Schweiß, ja. Ja. Nein, es mir einfach lieb, dieser kleine Rahmen, so etwas Intimes, dass man das Publikum sieht, ja, auf Reaktionen vom Publikum, ja, direkt eingehen kann. Das ist was ich eigentlich nicht missen möchte, weil mit Band, ich mache ja auch meine Musik, Popmusik, eben, ja, mit einer 8-köpfigen Band auf der Bühne, und dann sind die Bühnen hoch und die Hallen sind also lieber größer. Näher. Ich versuche das natürlich, also Nähe auch mit der Popmusik, ja, zu erzeugen. Also ich mache auch kabarettistische Sachen in meinen Konzerten. Und Ingrid, ich merke, ja, die Leute mögen das. Ja. Ingrid van Bergen, Sie haben, was gar nicht viele wissen, als hinreißende Chansonsängerin und Kabarettistin bei den Stachelschweinen einst in den 50er Jahren Erfolge gehabt. Auch das Kabarett, hat Sie das geprägt? Angefangen habe ich in München bei den kleinen Fischen, ja, zu den Stachelschweinen kam ich später. Ja, ja, sicher, es hat mein politisches Denken natürlich sehr geprägt. Also ich glaube, ich kann heute nicht einfach so Theater spielen, ohne nicht auch das politisch umzusetzen. Mhm. Ist es schwer, wenn man als die toll aussehende Frau, der Vamp und so, Sie haben so was Schönes gestern gesagt, ich würde es eigentlich aus dem Mund hören. Sie haben gesagt, eigentlich muss man zwischen 40 und 60 in Winterschlaf versinken, dann ist man wieder gefragt. Ja, das ist so. Also gerade in dem Medium Film und Fernsehen ist es ja offenbar so, dass die Attraktivität von Frauen irgendwie aufhört mit so um die 40. Das glaubt die Männerwelt. Es ist nicht so, aber es ist mit sehr vielen Rollen so. Und mit 60 ist man plötzlich in einem anderen Fach. Das ist mein Typ. Und hat dann einen Tüdel hinten auf dem Kopf und darf keine Wimpern anhaben, und dann ist man plötzlich im Charakterfach. Also ich habe das so erlebt. Das ist auch in Ordnung so, natürlich nicht, aber es gibt schon eine Durststrecke für viele Schauspielerinnen, denke ich, nicht für alle. Ingrid, Sie haben viele schwere Schicksalsschläge in Ihrem Leben gehabt, durchgemacht. Sie haben unter anderem letztes Jahr Ihre Tochter verloren. Wie steht man da auf der Bühne? Wie packt man das? Wie schafft man das? Naja, ich denke, dass... ich denke nicht, dass ich auf dieser Welt bin, um zu lamentieren über Schicksalsschläge oder
zu weinen über das, was man mir, wie ich meine, zufügt. Ich denke wirklich, dass ich auf dieser Welt bin und ich hatte Zeit genug, darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken. Ich denke, dass ich auf dieser Welt bin, um an meinen Aufgaben zu wachsen, um mich zu disziplinieren, um Liebe zu lernen, sie zu geben, sie zu nehmen und vor allen Dingen überhaupt, um zu lernen, zu wachsen. Ich würde so gern noch mehr mit Ihnen reden, aber ich kriege die Zeichen, dass die Zeit um ist. Gordy, die Hälfte von Mary und Gordy, aber keine Hälfte, ein Ganzer. Mit neuem Programm, mit Stimme statt Schminke, ohne Kleider der Frau. Warum, Gordy? Ja, ich habe gedacht, also 10 Jahre Frau sein ist anstrengend genug. Aha. Ich hab festgestellt, dass man auch als Mann ein lustiges Programm machen kann. Okay, ich habe mich früher immer hinter Schminke, Perücke und Kostüm, hat doch sein eigenes Ich schön verstecken können. Und jetzt holst du es raus. Und jetzt lasse ich es raus. Also volle ehrlich. Pulle. Also absolut volle Pulle, ja. Ich trete auch in Kleintheatern auf und ich habe das wahnsinnig gerne. Auf kleinen Bühnen kann man nicht lügen. Rainer, man ihr muss habt fühlen. Ja, der Georg Preuß und du, der Mary und der Gordy, ihr habt ja Dinge fertiggebracht, die niemand vor euch fertiggebracht hat. Ihr habt in einem Jahr in Hallen, nicht vor Fernsehschirme, 1 Million Zuschauer bekommen. Ja, das stimmt. Gab es nie zuvor und nie danach. Wie ist das heute, wenn man wieder auf die Kleinkunstbühne geht? Denn du warst sehr krank und durftest lange nicht. Durch den Rücken eben. Aber ich habe festgestellt, ich möchte gar nicht mehr in große Hallen. Ich möchte einfach mit den Leuten einen Abend gestalten und einfach manchmal nur Blödsinn zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes blöd, aber ein bisschen mit Sinn. Und das macht so einen kolossalen Spaß. Ja. Dass du das kannst, bitte. Ja. Ich weiß, unsere Zeit ist so kurz. Ich möchte hier noch eines sagen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen Gesundheit, denn Krankheit hat dich von der Bühne geholt. Ja. Und jetzt bist du gesund. Und ich möchte eines hier noch sagen, was immer wieder irgendwo steht. Du warst, ich weiß nicht, wie oft tot gesagt. Ja. Hast du den Mary oder vertragt ihr euch? Wir haben immer noch keinen Krach, verdammt nochmal. Dann ist okay. Ja. Liebe Liane. Ja. Okay. Aber Totgesagte werden 120. Oh, Spiel ab. Eine Schüssel, eine Tasche, eine Kamera, eine Fernsehkamera. Was für eine Kamera? Filmkamera. Filmkamera, richtig. Fee? Müssen wir keine Symbole malen? Nee, noch nicht. Ach so, verstehe. Das war Zufall. Das ist eine Schnecke. Ein Haus, ein... Mit Schnecke fängt das Wort an. Schneckenhaus. Ein Schneckenhaus. Nein, nicht Schneckenhaus. Schneckenhaus. Jawohl. Schneckenhaus. Schneckenhaus. Ei, 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 ei. Jetzt... Na? Ich sehe Ingrid, nichts. Mach. Ja, das ist ein Nummer. Ein Herz. Das ist ein, Schrittmacher. Was ist das denn? Gottes Willen. Ein Clown. Was tut der? Eine Ananas. Ein lachender Clown. Wie nennt man das? Rasieren. Ein weinender Clown. Was sind das dann, wenn er weint? Was kommt da aus der Pupille? Clownstränen. Krokodilstränen. Nein, aber nee. Tränen. Und was für Tränen? Freudentränen. Richtig. Oh. Ein Baum, eine Flasche, ein Kürbis, ein... oh mein Gott. Eine Flaschenpost. Nein, das ist ein... Sekt, warte mal. Sekt was? Champagner. Bist du ruhig? Sektkorken, Sekt. Was? Sekt? Sektfrühstück. Nein, das ist kein Frühstück. Sektlaune. Was ist denn das für ein Behälter, wo der Sekt reinfließt? Sektglas. Ja. Werde. Sektglas gezeichnet, Mann. Hut, Katze, Maus, Tier. Krokodil, Dinosaurier. Weiter, Dinosaurier, Schwein. Es ist ein Schwein, es ist ein Eichhörnchen mit dem Schwein. Nein. Das ist ein Baum. Nein. Eine Axt, ein Das ist chinesisch. Ein Fotoapparat. Was tut der? Also, ein Porträt. Wie nennt man das, wenn sie alle vor euch stehen und... Ein Gruppenfoto. Filmen. Nein, kein Gruppenfoto. Filmen, fotografieren. Wenn Sie vor uns stehen. Ein Blitzlichtgewitter wäre es gewesen. Macht nichts. Macht nichts. Macht nichts. 21 zu 12. Da guckt mal die Fans. Ja, jetzt guckt er. Aber wir kommen gleich in die zweite Runde. Ich möchte nur als allererstes
heute unsere Gewinnerin begrüßen. Sie wissen, liebe Zuschauer, wir bitten Sie immer und ich fordere auch Sie auf, wenn Sie Lust haben, uns mal Begriffe einzuschicken, von denen Sie glauben, dass wir sie noch nie haben raten lassen, Redensarten, Sprichwörter und so weiter, tun Sie das. Denn aus Weimar hat uns nicht Frau Goethe, aber Frau, ja, die Frau Rath, Goethe war ja sicher auch mal ihren Sohn besuchen, Frau Grieger, Begriffe zugeschickt. Bleiben Sie ruhig. Kommen Sie, ich sage Ihnen Grüß Gott, jawohl. Grüß Gott, Frau Grieger. Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Sehr gut. Ja? Ich habe mich sehr gefreut. Dann nehmen Sie Platz, denn das ist, wissen Sie, es ist immer so, derjenige, der aus dem großen Topf gezogen wird, und es ist Glück, der darf bei unserer Sendung live dabei sein. Und Ihre Begriffe verraten wir natürlich nicht, ja? Ihren Klecks haben Sie gekriegt. Bleiben Sie uns weiter treu als Zuschauer. Und wenn andere Zuschauer uns schreiben wollen, das können Sie an die Adresse, die wir jetzt einblenden. Südwestfunk, Montagsmaler, alles Weitere können Sie selber, muss ich Ihnen nicht vorlesen. Liebe Prominente, ihr fangt an, ihr seid die Punkteschwächeren und die Fanclubs darf ich in die schalldichte Kabine bitten. Wer malt denn in der zweiten Runde? Gordi, du malst. Also, okay. Du malst. Gordi. Gordi, du malst. Malen kannst du auch noch. Von Beruf ist er übrigens Koch. Koch gelernt, ja? Ein guter Koch. Ja. Soll er jetzt so Koch. Kochen. Jetzt koch mal. Linse und Spätzle. Linse, Spätzle, Seitewürste. Ja. Spiel ab. Redensarten, Sprichwörter, Musik, Titel, sonst noch was. Sprichwort, ja. Verstehe. Das ist zwei Augen sehen, mehr als eins. Mit Augen kommt was vor. Redensart mit Augen. Augen. Genieß den Augenblick. Nein, ja, oder, es ist eine etwas veraltete Redensart. Jemand macht was für Augen? Stielaugen. Ja, nur überleg dir mal was. Nein, Musik. Musik. Ein berühmtes Lied. Oh Gott, New York. Ja! Cool, New York. Oben das Zeichen. Zeichen. Eine Redensart. Redensart. Das Gras wachsen hören. Nein, da unten ist kein Gras, sondern das ist sehr heiß. Das ist für jemand durchs Feuer gehen. Jawohl. Zeichen oben. Zeichen. Widersprichwort. Du gehst mir auf den Wecker. Wecker. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, aber wie heißt es anders? Jemanden auf den Wecker gehen. Ja. Jetzt kann man richtig schön. Was ist das? Zeichen. Zeichen? Widersprichwort. Das ist eine Hose. Eine Hose. Es geht weiter. Reden Sie auch mit Hose. Die Hosen anhaben. Nein. Hose nach unten. Die Hosenbeine langziehen. Nein, was ist denn das da unten? Unten Herz. Das Herz in die Hose. Das Herz in die Hose. Wenn jemand das Herz in die Hose. Ja. Gar kein Zeichen. Schnell. Schnell bucht. Das ist Literatur oder sonst was. Ja, da kommt es drin vor. Oben. Oh Gott. Wieder Augen. Donald Duck. Wär's gewesen. Was wäre gewesen? Ich gar nicht mehr hier abmühen, die Zeit ist um. Ich danke euch. Jetzt dürft ihr hier Platz nehmen, die Fans sind ja, nicht. Noch kann man gewinnen, denn man kann auch noch verlieren. Denn wenn man bei uns für irgendeinen Begriff zu lange braucht, dann gibt es einen Punkteabzug. Aha. Ihr wisst, Redensarten, Sprichwörter, Musik ist vielleicht dabei. Spiel ab. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Nein. Brillenkasper. Was ist das Größte an dem Gesicht gewesen? Löschen Sie es nicht gleich. Sie können... Nasenbär. Nein. Supernase. Nee. Augen. Die Augen spielen eine Rolle. Augen. Es ist eine Redensart. Beten im Auge. Eine haben. Etwas ältere Redensart. Ein Balken im Auge. Ein Balken. Kein Balken, aber. Ein Besen vorm Auge. Nee, kein Besen. Was ist. Seitig-Auge. Was ist das für ein. Was hat ein Besen, damit man überhaupt. Stielaugen wären es gewesen. Stielaugen machen. Weiter geht's, weiter. So kann man noch mit. Der Eiffelturm. Der ist es nicht. Die Berliner Mauer. Nein.
Berliner Bundespost. Nee, das ist also etwas außerhalb Hochhaus. Von... Hochhaus, New York, Manhattan. New York, lasse ich gelten. Und wenn Sie noch ein Musikzeichen hin gemacht hätten, wie heißt das? New York, New York, New York. So, ja, jetzt. Wellenlinien. Nein. Königswalzer. Nein. Nein. Es sitzt am Lagerfeuer. Das Feuer ist richtig. Winnetou. Etwas mit Feuer. Eine Redensart mit Feuer. Feuerwalze. Rauchzeichen geben. Nee, mit Feuer. Ich will nichts mit Rauchzeichen. Feuer, Feuerwehr, komm rein. Was gibt's mit Feuer? Sie tun's doch laufen für Ihre Idole. Feuer, Feuerschwärmen. Feuerflamme sein. Feuerflamme sein. Feuer. Nein, nochmal was. Für jemanden durchs Feuer gehen. Weiter. Ah. Rauchzeichen geben. Ist schon mal für Peter Maffay Rauchzeichen gegeben? Oh. Eine Uhr. 5:12. Viertel nach... Ja. Viertel vor drei. Wie nennt man so... Die Uhr hat 12 geschlagen. Nein, was ist das für eine Uhr? Da haut man drauf. Das ist eine Taschenuhr, ein Wecker. Ein Wecker, eine Redensart mit dem Wecker. Der Wecker hat 12 geschlagen. Eine Redensart mit dem Wecker. Der Wecker, das geht mir um den Wecker. Ja, zieh mir auch. Oh Gott. So, das hat nicht gereicht. Aber hinreißen. Ich glaube, man so weit... Der war toll! Guck mal! Das hat es noch nie gegeben. Das hat es bei uns noch nie gegeben, dass eine unterlegene Mannschaft so viel Beifall bekommen hat. Aber ich glaube, es beweist wieder mal, dass es nicht auf Siegen ankommt, sondern auf die herrliche Fröhlichkeit beim Raten. Jetzt darf ich Sie trotzdem bitten, sich ganz schnell hier hinzusetzen. Liebe Prominenten, ihr geht in die Endrunde. Liebe Kinder, Rock'n'Roll, wer hat gewonnen? Ne, ihr. Hinaus, ja. Hinaus. Jawohl, ihr müsst noch mal in den Kampf, in die Arena. Und jetzt gibt's die allerletzte Runde, nämlich Kindersieger, Mary, Gordy, Karl, du weißt, wie du heißt. Kindersieger. Rainer heißt er. So. Ein einziger Begriff, ja, einer. Mhm. Es kommt auf die Geschwindigkeit an, in der ihr oder die Kinder ihn erratet. Oh Gott, Spiel ab. Was ist das? Das ist ein Berg, das ist eine Schildkröte. Ja, das ist ein, ja, was? Nimm Platz. Ein Igel. Stellt euch hinter die Großen, die sollen euch Lücken machen. Ja. Und wer malt? Schmeißt eine Puppe der Frau Hilscher an die Brust. Hier. Nein, nicht die, nicht alle. So, ein einziger Begriff. Ein einziger. Du, die waren wahnsinnig schnell, aber ihr könnt sie schaffen. Brüllt raus und Sebastian, mach nur das Wichtigste, ja? Spiel ab. Katze, Maus, Zebra, Elefant, Tiger, Dinosaurier, Trabi, Auto, Regenwurm. Ja, so ein Hain habe ich auch noch nicht gesehen. Das war ein Igel. Ein Igel! Aber die Erwachsenen haben gewonnen. Ist es nicht schön, wie sich ausgewachsene Menschen freuen können? Ich möchte Ihnen noch sagen, der Erlös heute, den unsere Gewinnermannschaften eingespielt haben, eine Spende von 4.600 Mark geht, und wir blenden auch hier die Adresse ein, an das Kinderheim Dr. Ehmann. Und zwar, wir machen die Spende ja immer zu einem ganz bestimmten Zweck. Wir haben von dort erfahren, dass dringend ein Wasserbett benötigt wird, auf dem geistig und körperlich schwerstbehinderte Kinder therapiert werden und fröhlich sein. Und dafür hoffen wir, dass unsere 4.600 Mark gut ankommen. Liebe Erwachsenen, da eure Körpermitte ohne dies... Wow! Das ist unser Klecks aus Marzipan. Hier, ich nehme an, die Großen geben euch ein Stückchen davon ab. Ja? Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen im Studio Spaß gemacht und zu Hause. Und in 8 Tagen sehen wir uns wieder. Tschüss und danke. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Das können wir probieren. Ihr habt gewonnen! Thank you.
Psst, Bessie, wir sind auf Sendung. Was? Auf Sendung? Hallo, ihr Leutchen.